Wichtig war die Vielseitigkeit vor dem Anhänger, weil wir natürlich unterschiedliche Dinge oder Anforderungen haben. Das ist einmal das eine, dass wir Heu und Stroh damit fahren in verschiedenen Formen, also Quaderballen, Rundballen. Dann transportieren wir auch Kletterbäume, die wir halt selber irgendwo am Forst oder an der Baustelle holen, weil wir dann mit dem Rungensystem natürlich flexibel sind und eine niedrige Plattform haben, wo man das machen kann. Dann kommt noch, sage ich mal, als letztes noch mit dazu, dass wir also Baumaschinen auch hin und wieder transportieren in eine Außenstelle und natürlich dann dementsprechend auch mal einen zweiten Abrollcontainer mitnehmen können, weil die Vorrichtung dafür ist ja da. Und das erfüllt natürlich die Anhänger in unserem Maß, weil wir nicht ein spezielles Einsatzgebiet jeden Tag haben, dass man sagt, wir brauchen nur einen Containeranhänger oder einen reinen Plattformanhänger, wo ich sonst nichts machen kann. Die haben ja offensichtlich Gefallen dran gefunden. Also wenn es nach denen geht, kann man wahrscheinlich jeden Tag mit so einem Spielzeug ankommen. Aber für Elefanten stellt das jetzt nichts Aufsehenerregendes dar. Also die haben da kein Problem mit. In dem Moment, wo man da denen ein bisschen Zeit lässt, dass sie sich alles anschauen können, ist das in Ordnung. Das hat mich selber schon überrascht, weil natürlich die Elefanten, das war heute eigentlich die Premiere, haben das noch nie gemacht und sind, dass sie nah hingehen an den Anhänger, das war klar, aber dass sie, sagen wir mal, die Ladefläche besteigen, das hat mich selber überrascht und freut mich auch. Bei den Elefanten muss man halt genau wissen, was geht, dass man sie halt nicht überfordert. Ist also sehr wichtig, dass man nicht zu viel zumutet. Aber wenn man ihnen ein bisschen Zeit lässt und mit einer gehörigen Belohnung, ist in Ordnung. Dann kann man so einen Schabernack durchaus mal machen.